Ich freue mich ganz sehr, hier zu sein. Ich danke euch ganz herzlich für die Einladung, dass ich hier sprechen dürfe. Mein Name ist Barbara Gut oder Barbara Gut, je nachdem, wo ich gerade bin. Ich rede zwar mit einem Schweizer Akzent und komme ursprünglich aus der Schweiz, aber ich werde über die Stadt Wien berichten. Ich lebe auch seit einigen Jahren in Wien. Der Titel unserer Session ist Open Data Life Cycle. Ich werde heute aber eher von der nachgelagerten Phase reden, also von Data in Use. Was wir gemacht haben, ist, ich zusammen mit einem Kollegen, eine Studie, relativ breit, mit dem Titel IKT-Standort Wien, qualitative Analyse von neuen Themenfeldern. Da ging es eigentlich darum, so einen In-Depth-Look, also einen detaillierten Blick auf verschiedene Subsektoren zu richten. Und diese Sektoren, diese Subsektoren oder Themenfelder, die wurden von der Stadt Wien ausgewählt, in Zusammenarbeit mit dem IT-Cluster Wien, und die waren ziemlich heterogen, wie wir sehen, nicht? Also es waren da Cloud Computing, Games, Green IT, Mobile Apps, aber eben auch Open Government Data. Und wie Sie auch sehen können bei diesen neuen Themenfeldern, die haben sehr unterschiedliche Treiber auch. Ja. Wir haben bei allen versucht, die Unternehmens- und Marktstruktur am Standort Wien anzuschauen, Standortvorteile und Nachteile zu identifizieren, aber auch Forschungstätigkeiten, also ein bisschen mehr so die Infrastruktur anzuschauen, Forschungsprogramme, auch Ausbildungsmöglichkeiten, und haben auch jeweils einen internationalen Vergleich gemacht mit anderen Standorten außerhalb Österreichs. Wir haben vor allem qualitativ gearbeitet mit Fokusgruppen und Interviews, weil es auf der Ebene dieser Themenfelder keine Daten gibt. Und ich möchte jetzt hier über Open Government Data in der Stadt Wien reden. Und ich möchte vor allem das ökonomische Potenzial von Open Government Data thematisieren. Frau Lutz wird nachher viel mehr, weiß viel besser Bescheid darüber, was die Stadt Wien alles unternommen hat. Ich möchte nur ganz kurz über die Aktivitäten, die Tätigkeiten der MA14 reden. Die Stadt Wien hat ihr Portal am 17. Mai 2011 lanciert, also vor gut 13 Monate in dem Moment, ja, wir sind erst im Juni. Es wurden Daten in 4 Tranchen bis anhin veröffentlicht, und zwar letztes Mal im Dezember 2011, wenn ich da noch aktuell bin. Okay, dann haben Sie schon, das habe ich dann nicht mehr gesehen. Genau, also, da, also insofern schon 5 Tranchen, die letzte im März 2012. Es sind vor allem georeferenzierte Daten, Statistiken, eine Veranstaltungsdatenbank, und im Dezember 2011 diese Tranche, das waren vor allem Umweltdaten. Es gibt, mit Stand 22.03. gab es 29 Anwendungen auf dem OGD-Portal, heute gibt es 31, das habe ich nachgeschaut, also sind wieder 2 Messe dazu gekommen. Aber es müssen nicht alle Anwendungen auf dem OGD-Portal angemeldet werden, also es gibt auch mehr, es gibt deswegen noch mehr Anwendungen. Ich habe mit vielen Entwicklern und Entwicklerinnen gesprochen, sie waren in einer Fokusgruppe bei uns im Büro, das war eine sehr spannende, interessante, fruchtbare Diskussion. Was aber ganz klar ist, die Entwickler waren sich einig, was bis jetzt gemacht wurde, die Abwehranwendungen, die bis jetzt gemacht wurden, das sind Quick Wins, the low hanging fruits oder Fingerübungen. Das ist wirklich so Originalzitate der Entwickler. Ich sage jetzt Entwickler, weil es nur Männer sind. Ja. Ist das Frau dabei? Ja. Okay. Machen wir mal 2 Damen in den Sitz. Okay, super. Okay. Ja, es ist auch auffällig, diese Session hat 2 Sprecherinnen. Ja. Anyway. Ich denke, was aber ganz klar auch unterstrichen wurde, ist, dass sich niemand noch überlegt hat, jetzt bei den Entwicklern und Entwicklerinnen, wie man mit diesen Daten oder mit diesen Apps oder Anwendungen Geld verdienen kann. Also man hat sich noch nicht so über den Use Case und auch nicht über irgendwelche Geschäftsmodelle Gedanken gemacht. Man ist natürlich auch erst am Anfang, muss man dazu sagen. Die Daten sind ja erst kürzlich aufgeschaltet worden. Ein Erfolgsfaktor für die Lancierung von Open Government Data in der Stadt Wien ist sicher die gute Interaktion und diese gute Zusammenarbeit und auch der konstante Dialog einerseits zwischen der Stadt Wien und auch mit der Entwickler-Community. Das haben beide Seiten unabhängig voneinander betont. Ja. Die Community ist gut vernetzt. In der Zwischenzeit kenne ich auch einige Gesichter
genau, Veranstaltungen. Was aber fehlt teilweise, ist die Vernetzung mit der Wirtschaft. Ja. Das ist aber der Stadt Wien auch bekannt und sie haben noch 2012 jetzt im Fokus auf OGB Goes Business gelegt. Es gab zum Beispiel schon einen Open Government Business Day im März, neben es mit diesem Fokus der Stadt. Also dieser Versuch auch die Wirtschaft stärker einzubeziehen. Ich sage jetzt nichts. Gut. Ökonomisches Potenzial von OGD. Das war ja eine der Fragen, die wir uns gestellt haben, nicht? Da geistern Zahlen herum. Unter anderem, ich denke, das bekannteste Zahl kommt von der EU-Kommissarin Danelli Kroes, zuständig für die digitale Agenda, die sagte, ein Open-Data-Ansatz kann ein Wirtschaftswachstum in Höhe von 40 Milliarden Euro pro Jahr und Hunderttausende zusätzliche Jobs schaffen. Das ist natürlich ein hohes ökonomisches Versprechen. Ja. Zum Vergleich. Zum Vergleich, nicht spannend ist es immer, Zahlen muss man immer Vergleich sehen. Also das BIP von Österreich im Jahr 2011 war 300 Milliarden Euro. Nicht? Also da sieht man wirklich, wie groß das Versprechen ist. Klar ist es für ganz Europa, ja? Das ist nicht nur Österreich, sondern EU27. Aber trotzdem, nicht? Das sind hohe Zahlen. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, was ist die Konkretisierung? Es gibt auch kritische Stimmen, die sagen, das Potenzial von Open Government Data sei überschätzt. Wir haben versucht, eine Konkretisierung für die Stadt Wien zu machen, aber so einfach ist es nicht. Die Daten sind erst seit kurzem auf dem Netz, es gibt noch keine kommerzielle Anwendung. Was wir versucht haben, ist einfach auch Wirkungsmechanismen, also Anwendungsfelder zu identifizieren im Gespräch mit Experten und mit der Community und auch versucht, ein bisschen Wirkungsanalysen, Wirkungsmechanismen aufzuzeigen. Vielleicht einmal mit der Maus draufklicken, irgendwo rein und dann. Dann genau. Ja. Okay. Wie kann am Standort Wien ökonomischer Mehrwert geschaffen werden? Ein Anwendungsgebiet, das identifiziert wurde von Experten und der Community, der Entwicklungscommunity, waren Apps und Webservices. Wichtig scheint mir dabei zu sein, das ist das Konzept der Marktgröße. Ja? Wenn wir einen App für Wien haben, dann haben wir einen relativ kleinen Markt. Dann haben wir die Wiener und Wienerinnen, die das runterladen können. Vielleicht zahlen sie noch 2-3 Euro dafür, aber das nicht, wenn da ein paar hundert runtergeladen wird oder ein paar tausend, da kann man kein Geschäftsmodell darauf aufbauen. Wir haben auch in unserer Studie das Themenfeld Mobile App Entwicklung angeschaut und da kam ganz klar hervor, einfach Apps zu entwickeln und dann in einen Store zu setzen, das ist kein Geschäftsmodell. Das kann von Interesse sein für einen Studierenden, für einen Studenten nicht, der eine App macht und dann stellt das ins Store und dann wird das ein paar hundert Mal runtergeladen und dann hat er ein paar tausend Euro. Ja, das ist okay, aber für eine Firma geht das nicht. Darum, also bei den meisten Überlegungen, die ich dann gesammelt habe, habe ich gesehen, ist eigentlich das Konzept der Marktgröße zentral. Also zum Beispiel die Idee, dass man Apps machen würde für Wienreisende. Ja? Das wäre sicherlich recht spannend. Man könnte dann touristische Informationen anbieten. Das wäre eine Möglichkeit. Problem ist dann natürlich, wenn das ausländische Reisende sind, es gibt kein Roaming, also es gibt Roaminggebühren so viel zu hoch und es gibt kein flächendeckendes WLAN. Also es wird einfach prohibitiv. Teuer, aber ich habe jetzt gehört, zum Beispiel die Stadt Linz hat verschiedene Hotspots, WLAN-Hotspots und das soll flächendeckend ausgedehnt werden. Also da gibt es auch, sind auch Bemühungen in Gange, Städte mit WLAN abzudecken. Also das wird vielleicht durchaus noch eine Option. Eine andere Möglichkeit ist, dass man Apps darstellt, die eben nicht in Wien anwendbar sind, sondern eben auch in Linz, in Graz, in Salzburg, in Berlin und London. Nicht? Dann hat man auch eine Vergrößerung des Wettbewerbs. Und da in diesem Zusammenhang ist natürlich die Vernetzung der Daten wichtig. Also insofern werden auch die Metadatenkataloge werden im Moment wichtig und eben das Vernetzen von den verschiedenen Dateninseln, also Linked Open Data. Wichtig scheint mir auch zu sein, dass Zahlungsbereitschaft vorhanden ist. Ja, es wird relativ, also die Leute sind bereit, ein paar Euro zu zahlen für eine App. Ja, das hat sich gezeigt. Wir laden Apps runter und sind auch bereit, was zu zahlen.
Also insofern kann man sich schon vorstellen, dass es hier Möglichkeiten gibt. Ein anderes Geschäftsmodell wäre eben, wenn man Apps für Veranstaltungen speziell anfertigt, zum Beispiel für spezifische Konferenzen und Events. Ja. Das ist ein Geschäftsmodell, das von den jetzigen App-Entwicklungsfirmen meistens verfolgt wird. Also man macht nicht einfach ein App und stellt es in den Store, sondern man entwickelt für jemanden, ja, zum Beispiel im Rahmen einer Werbekampagne. Oder eben denkbar wäre auch, dass sowas gemacht wird im Rahmen einer Konferenz oder einem Event und der Konferenzteilnehmer würde dann die App abgegeben, das wäre ein Teil des Eintritts. Da geht's, ja. So etwas wäre auch eine Möglichkeit. Das wäre dann aber ein anderes Geschäftsmodell. Und das hätte sicherlich auch zu. Grundsätzlich ist wirklich die Frage, was ist das Geschäftsmodell und wie verdient man das Geld damit? Ja. Und das ist noch nicht beantwortet. Was auch klar ist, ist, dass in diesem Bereich vor allem die Software und die Kreativwirtschaft angesprochen ist. Und wenn man Beschäftigungseffekte anschaut, dann würde ich sagen, dann sind die wahrscheinlich positiv. Ja. Das sind ja Produktinnovationen. Produktinnovationen sind im Allgemeinen, haben positive Beschäftigungseffekte. Aber eigentlich alle Experten und alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, ich interviewt habe, die ganze Literatur, geht eigentlich davon aus, dass sich das ökonomische Potenzial von Open Government Data erst entfaltet, wenn sich Großunternehmen Open Government Data anwenden. Ja, also wenn zum Beispiel Siemens Open Government Data in seine Smart City Konzepte integriert. Oder wenn ein Wiener Logistikunternehmen Wiener Daten verwendet, um seine Fachteam zu effizienter zu gestalten. Ja. Ein solches Unternehmen hätte dann natürlich Kosteneinsparungen, ja. Könnte vielleicht auch mit weniger Leuten im Büro auskommen, also negativer Beschäftigungseffekt, könnte aber natürlich auch billiger anbieten, also Wettbewerbsvorteil, und müsste dafür vielleicht mehr Fahrer anstellen. Also nur so, um die Wirkungskette sich zu überlegen, was das für so spezifische Auswirkungen haben kann. Ja. In einem solchen Fall nicht, wenn eine Firma, wie zum Beispiel Siemens oder ein Logistikunternehmen, Daten integriert in seine Abläufe, dann reden wir von Datenintegration. Da werden interne mit externen Daten verknüpft. Das ist sicherlich ein Modell, das man sich vorstellen kann. Anwendungsbereiche sind Market and Business Intelligence, klassischerweise natürlich auch Wissensmanagement, aber auch Transport, das Beispiel des Logistikunternehmens und auch Immobilienhandel, also Grundbuchdaten, die man vielleicht zusammen mit Offerten und Ausschreibungen nicht verbinden kann, sodass man Objekte besser darstellen kann. Nicht? Auch das wäre wieder ein Wettbewerbsvorteil für einen Immobilienhändler. Eine andere Möglichkeit ist Datenveredelung, das ist ähnlich. Da geht es um die Anreicherung und den Vertrieb von Daten aus dem öffentlichen Sektor. Das geschieht beispielsweise schon jetzt, also zum Beispiel im Kartenbereich, also Kartenverlage, die zahlen allerdings für die Daten. Ja. Und deren etablierte Geschäftsmodelle sind natürlich auch bedroht. Also hier haben wir einerseits, und die müssen sich Geschäftsmodelle auch umstellen, überlegen, wie sie jetzt damit umgehen. Also da sehen wir wieder, da haben wir einerseits Gewinner, aber auch Verlierer, ja, und wieder Veränderungen. In diesem Zusammenhang, also im Zusammenhang mit Datenintegration und Datenveredelung, muss man halt sagen, ist Datensicherheit ein wichtiges Hindernis. Datensicherheit heißt halt einerseits nachhaltige Verfügbarkeit von Daten. Und da hat zum Beispiel die Stadt Wien versprochen oder sich verpflichtet, die Daten nachhaltig zur Verfügung zu stellen, aber es gibt keine gesetzliche Grundlage. Wenn wir das Beispiel sehen in den USA, nicht, die haben das Open Government Data Portal und da wurde Budget wieder gestrichen, also da wurden Abstriche gemacht. Und sowas ist natürlich Gift für Geschäftsmodelle, ja, oder das ist auch Gift für Unternehmertum. Ja, man kann, also diese Unsicherheit ist ein Problem. Ein anderes Thema in diesem Zusammenhang ist die Qualität der Daten. Da gibt es allerdings auch die Möglichkeit, und da sind Unternehmen durchaus auch bereit zu zahlen, für qualitätsgesicherte Daten zu zahlen. Die müssen dann auch nicht unbedingt von der Verwaltung kommen, sondern können von einem privaten Anbieter kommen, der dann die Datenqualität sichert und aufbereitet. Da gibt es zum Beispiel eine isländische Firma, datamarket.com, die bieten solche aufbereiteten qualitätsgesicherten Daten aus, und zwar von verschiedene internationale Organisationen, von nationalen Behörden, von großen Firmen, die sind alle im gleichen Format, die können standardisiert verglichen, heruntergeladen und gesichtet werden. Das ist dann sozusagen der Use Case in dem Moment. Wie ich vorher schon ein bisschen angedeutet habe, sind die Beschäftigungseffekte von OGW gierig, also von Open Government Data schwierig abzuschätzen. Es ist einfach klassischerweise so, bei Innovationen oder bei technischen Fortschritten, wie wir das nennen, ist es immer sehr schwierig zu sagen, was die Beschäftigungseffekte sind. Nicht, weil es gibt positive und es gibt negative
Effekte. Grundsätzlich gehen aber alle Experten und auch wir davon aus, dass es positive Effekte gibt, weil es vor allem zu Produktinnovationen kommt oder aber zu Qualitätssteigerungen und Effizienzsteigerungen bei bestehenden Produkten. Was sind unsere Schlussfolgerungen und Empfehlungen? Ein ökonomischer Nutzen von Open Government Data scheint gegeben zu sein, aber es ist noch nicht so ganz klar, wie dieser konkret realisiert wird. Und wie ich schon vorher bei den Beschäftigungseffekten gesagt habe, das ist eigentlich recht typisch für Innovationen oder technische Forschung. Wenn wir an Computer denken, nicht am Anfang wurden die als Rechenmaschinen und Schreibmaschinen verwendet. Am Anfang war das ganz einfach recht Technik und Techniker betrieben, nicht all die verschiedenen Anwendungen, die waren noch absolut nicht absehbar. Das ist, wird hier ebenfalls der Fall sein. Also bei Open Government, wir sind noch am Anfang der Entwicklung. Und, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Kollegen, Experten haben den Infrastrukturcharakter von Open Government Data hervorgehoben. Der Kollege da hinten, er hat die Metapher gebracht von Open Government Data als Elektrizität, oder sozusagen wie Elektrizität, nicht? Man hat Strom, aber man hat natürlich nicht noch keine Anwendung. Also wenn man Strom hat, dann muss man auch noch Computer entwickeln, Kühlschrank etc. etc., bevor man das wirklich verwenden kann. Und das ist ein bisschen ähnlich bei Open Government. Und vor diesem Hintergrund stellt sich natürlich auch die Frage, ob es hier die Killer-App geben wird, ja, wie groß das Geld machen wird. Oder ob es nicht eher diese Datenintegration, Datenveredelung ist, die eben dann ökonomischen Mehrwert bringt. Was auch ganz klar ist, ist, je mehr Aufgaben von der Verwaltung übernommen werden, also in Sachen Aktualisierung der Daten und auch Qualitätssicherung der Daten, desto weniger Raum gibt es auch für den Markt. Also wenn man zum Beispiel in die USA anschaut, in den angelsächsischen Ländern ist es typisch, also die Daten so schnell wie möglich rauszugeben, ohne sie groß Qualität zu sichern. Da geht man nicht, dass man mehr handlungsorientiert. Wir haben zum Beispiel in der Stadt Wien bei jedem Datensatz diskutiert wurde, kann man den jetzt rausgeben, ist die Qualität gut genug, was sind die Auswirkungen etc. Nicht, da ist dann weniger Platz da zum Beispiel für eine Firma, die Qualitätssicherung betreibt. Daten dann im Abonnement abgeht. Was waren unsere Empfehlungen? Uns schien wichtig, dass die Open Government Data Community besser vernetzt wird mit der Wirtschaft, das sind die großen Unternehmen, mit den Wirtschaftsverbänden, auch mit der Wirtschaftskammer. Und mit dieser Empfehlung sind wir eine offene Türe angerannt, die haben wir irgendwie Ende letztes Jahr aufgestellt und ja, die Stadt Wien hat bereits für dieses Jahr jetzt den Fokus auf OGD Goes Business gelegt und eben auch einen OGD Business Day veranstaltet im März. Das ist sicher eine gute Möglichkeit, da Awareness zu erhöhen. Eine Idee war auch Open Government Data, also die Lieferung von Daten in städtischen Projekten und Vorhaben vorzuschreiben. Zum Beispiel würde die Stadt Wien ein neues Verkehrssystem ausschreiben, dann könnte sie verlangen, dass diese Daten zur Verfügung gestellt würden. Ja, also sozusagen ein Passus in der Ausschreibung. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, Open Government Data zu verordnen. Ja. Weil je mehr Daten verfügbar, desto mehr Anwendung, auch desto mehr Verlinkungsmöglichkeiten, nicht? Desto mehr Möglichkeiten. Das ist recht eindeutig. In Sachen Förderung ist Österreich sehr, sehr gut ausgestattet. Es gibt viele Projektförderungen, es gibt die FFG, in der Stadt Wien gibt es ZIT und die Parche. Und es ist ganz klar hervorgekommen in unserer Studie, dass das ist kein Bottleneck, das ist kein Schwachpunkt, ja, ein Projektförderung. Aber vielleicht könnte es doch im Bereich OGD eine gute Sache sein, ein Programm zu haben, das Anwendungen fördert, zum Beispiel bei der ZIT angesiedelt, also der Technologie. Und dann, last but not least, das habe ich jetzt noch nicht so erwähnt, natürlich ist nicht nur die Wirtschaft Anwenderin von Open Government Data, sondern auch Wissenschaft und Forschung. Und das ist da auch noch nicht so ganz angekommen. Da könnte sich auch die Bewusstseinsbildung.